liebe Jungfrau, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns den Monat Mai 2024 uns anschauen. Bitte bedenke, liebe Jungfrau, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren, ist auch unmöglich. Was du aber machen kannst, ist, liebe Jungfrau, hör dir deinen Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen an, weil sie spielen auch eine große Rolle. Das sage ich immer wieder, ja. Also setzt das um, was ihr umsetzen könnt, sonst lässt ihr das sein, ja? Okay, gut. Für das Kollektive, wir hatten ja Vollmond und mich interessiert, was lässt du zurück? Welche Türe schließt du? Oder du bist noch nicht dabei, ne? Also du willst das, aber du bist noch nicht richtig bereit, ja? Und du öffnest aber eine neue Türe. Das ist immer so, wir machen das konstant. Also wir schließen Türen, wir öffnen neue Türen, ja? Schauen wir mal für die liebe Jungfrauen, was sich hier ergibt im Kollektiven natürlicherweise. Mal schauen, picken wir eine. Und zwar, von was befreist du dich? Von Attaccamenti. Du befreist dich hier von Bindungen. Bindungen kann ja auch gut sein. Du hast wirklich etwas, was du schon in einem früheren Leben gemacht hast. Du hast, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber zum Beispiel, wenn du ein Versprechen gemacht hast jemanden und du nimmst das in diesem Leben mit. Du befreist dich hier von deiner eigenen Schattenseite. Du bist hier irgendwo gebunden und du siehst, dass du aber nicht mehr so leben möchtest. Du bist nicht mehr dieselbe Person, liebe Jungfrau. Ich habe das Gefühl, dass du dich hier veränderst, dass du diese Türe schließen willst, die dich zurückhält, die Vergangenheit vor allem. Leute, das ist immer die Vergangenheit. Und bei den Jungfrauen wirst du jetzt sagen, wieso? Wieso ist es so stark? Das ist stärker. Leute, das ist nicht nur Jungfrauen, das sind alle Erdelemente. Sie sind in diesem Fundament. Sie sind bodenständig. Und was machen sie? Sie bleiben konstant an einer Situation. Ja? Sie haben mehr Schwierigkeiten wie andere Sternzeichen, es loszulassen. Du kannst jetzt nicht ein Erdelement mit einem Luftelement vergleichen. Total Opposition, ja, das ist ja auch weiblich und das andere ist männlich. Man ist irgendwo, man möchte etwas festhalten, okay? Und du schaffst das aber nicht mehr. Du sagst, nee, Katja, ich kann da nicht mehr bleiben. Und guck mal, was du für eine Lösung hast, die 5. Die 5 sind immer Veränderungen. Wenn du nicht etwas veränderst an dir, wirst du da stehen bleiben. Du wirst hier gefangen bleiben. Hör auf, gefangen zu bleiben. Okay, liebe Jungfrau, ich weiß ja nicht, welche Situation dich gefangen bleiben lässt. Menschen, das habe ich schon letztens gesagt, die Jungfrauen sind wirklich gute Personen, die oft anderen geben, die oft sich zu viel Carico, zu viel Last nehmen von anderen. Hört auf, das sage ich so oft, ich das kann. Die anderen müssen auch selber schauen, wie sie zurechtkommen. Du kannst nicht immer alle Lösungen haben. Auch bei der Arbeit, du kannst nicht sagen, nur weil sie mich brauchen, nur weil ich gut bin, ja, verlasse ich nicht die Situation. Ja, obwohl ich mehr verdiene. Ich verdiene eine bessere Stelle, ich verdiene mehr Geld. Das kann aber auch gut sein, dass du irgendwo in deiner mentalen, im mentalen Bereich bist, in deinem Köpfchen, ja, und du denkst, dass du irgendwo angehaftet bist, obwohl das gar nicht stimmt. Du sagst dir selber, ich komme nicht weiter. Das ist die einzigste, ich sag mal so, Eunas Grusa, das ist eine Ausrede, ja, manchmal machen wir das, liebe Jungfrau, dass wir Ausreden haben und wir sagen, okay, ich verlasse nicht die Situation, weil dann geht es ihm oder ihr schlecht. Oder ich pflege zum Beispiel, ich pflege meine Eltern, ja, und wenn ich das jetzt aber nicht mehr tue, bin ich kein gutes Kind. Meine Eltern haben mich gepflegt. Leute, muss nicht sein. Ja, ich weiß, wir sind wirklich in einer Zeit, in dem sich alles ändert. Die Zeiten, ganz, ganz ehrlich, also liebe Jungfrau, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist alles schön. Ich finde, das ist kacke geworden, ja, wirklich kacke, alles ist so komisch, ja. Aber wir können das ändern im Positiven, indem wir selbst das tun, was wir wollen. Wenn wir jetzt gewisse Dinge nicht unterstützen wollen, dann unterstützen wir sie auch nicht. Wenn wir jetzt sagen, hey, ich gehe jetzt nicht wählen, weil das ist jetzt egal, ob ich rechts oder links wähle, weil im Endeffekt gewinnt
immer der oder diejenige, die sie an die Macht gesetzt haben. Ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will. Also ich denke, du bist sehr intelligent, liebe Jungfrau. Deswegen mache ich manchmal solche Gespräche nicht mit alle. Ich weiß, dass die Jungfrauen sehr, sehr intelligente Menschen sind und darauf kommen, auf was ich auch sagen möchte oder wo ich hingehen möchte. Ja? Also manchmal machst du etwas, um die Welt zu, wie sagt man das, salvare. Dass du sagst, ich möchte jetzt die Welt nicht erobern, retten. Okay, ich möchte jetzt die Welt retten. Aber wie rettest du diese Welt, wenn das gar nicht geht? Wenn es gar keine Situation existiert, weil irgendwo alle auf dem gleichen Boot sind. Verstehst du das? Schwarz und Weiß gehören zusammen. Ja? Und du kannst die Opposition machen, natürlich, aber in dir. Na? Diese Veränderungen finden erstmal in dir statt. Okay? So, machen wir weiter, und zwar mit den metaphorischen Orakelkarten. Also ein Arm ist schon mal frei und das andere ist aber noch sozusagen festgekettet, okay? Aber was du hier lernst, ist dich zu befreien, okay? Die Maske abzusetzen und auch zu sagen, das habe ich schon oft gesagt bei den Jungfrauen, das ist dieses Jahr sehr wichtig, sage, was dir nicht passt. Nerv dich ein Arbeitskollege, nerv dich dein Partner. Du sagst, meine Tochter, mein Sohn kommt jedes Mal, wenn er Hilfe braucht. Oder ich bin immer die Bezugsperson von diesen Menschen. Du kannst aber nicht immer alle retten. Liebe Jungfrau, ich hab wirklich das Gefühl bei dir, dass du viel für die anderen machen willst. Mach aber etwas für dich. Okay? Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber das ist... Wirklich, das ist noch nicht so weit bei dir. Also, du solltest wirklich das nehmen. Du solltest wirklich das im Vordergrund nehmen. Bevor du anderen rettest, rette dich. Bevor du anderen etwas zeigen willst, zeige es dir selbst. Ja? Weil du hast es verdient. Du hast verdient, an die erste Stelle zu sein. Ich weiß ja nicht, was du jetzt gerade machst. Ja? Du wartest hier, dass das Telefon klingelt. Du wartest hier auf einen Anruf. Das könnte auch gut sein. Du sei na tesa. Du wartest hier, dass jemand sich meldet. Das kann aber auch gut sein, jemand wartet, dass du dich meldest. Ja? Du bist, sagen wir mal so, du bist Croce Rossa. Bei uns sagt man, es gibt ein Sprichwort, du bist das Rote Kreuz. Egal was ist, man ruft immer dich an. Egal was passiert bei der Arbeit oder egal was du für ein Problem hast, Entschuldigung, was die anderen für Probleme haben bei der Arbeit, immer du. Du bist die zentrale Person, okay? Das muss aufhören. Die anderen müssen lernen, seine Dinge alleine zu machen, ja? Durch diesen Telefonat, wie gesagt, kann ja gut sein, dass du hier wartest auf einen Telefonat oder jemand wartet, dass du anrufst. Okay, dass man hier die Kommunikation nicht verliert. Hier ist aber das auch wichtig, dass man kommuniziert. Was ich ja schon vorhin gesagt habe. Der Jungfrau ist das nicht immer gewohnt. Die Jungfrauen schlucken sehr viel. Ich kenne ganz viele Jungfrauen, die auch die Blockade haben am Halschakra. Das ist nicht gut, Leute. Das hatte ich auch mal, das habe ich gesagt, ja. Und das ist immer gut, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dass wir auch sagen, wie wir das geschafft haben. Die Farbe blau, du siehst meine Wände hier. Vielleicht siehst du das nicht richtig. Ist schon blau, weil ich habe das früher gebraucht. Ich war jemand, der nie, kann ja auch daran liegen, mein Venus ist eine Jungfrau, ja. Ich bin fast immer diejenige, die anderen geholfen hat. Oder wenn irgendein Problem war, wieso nicht? Die Katja hilft uns ja oder die Katja hat eine Lösung. Ist aber nicht immer so, dass ich eine Lösung habe. Ich muss erstmal für mich eine Lösung haben. Und dann kann ich anderen Menschen helfen. Verstehst du das, liebe Jungfrau? Also wichtig bist du. In diesem Moment bist du das Wichtigste in dieser Welt. Und dann kommen die anderen, wenn du alles verstanden hast, wenn du alles gemacht hast, dass es dir gut geht, weil du bist ja irgendwo angehaftet. Ja? Ich weiß aber nicht, wo. Ich weiß nicht, mit was das zu tun hat. Das kannst nur du wissen in deiner Situation. Okay, jetzt nehmen wir hier die Emotionen und die Gefühle. Ich bin jetzt gerade am Überlegen gewesen, wo sind sie? Vor meiner Nase. Liebe Jungfrau, vor meiner Nase. Wahnsinn. Okay. Leute, wem kommt es auch so vor, wie wenn es heute Montag wäre? Bitte schreibt es mir. Gestern war ja Feiertag, ne? Gestern habe ich kein Video gedreht. Wirklich, das war auch so eine Sache, ne? Ich dachte mir, ich muss. Ich muss. Das ist wieder das, ich muss.
Und dann habe ich mir gedacht, nee, weißt du was, ich mache das ja gerne. Das ist für mich etwas, was ich Leidenschaftliches mache. Und gestern hatte ich nicht die Kraft. Leute, manchmal fehlt mir auch die Kraft. Ich bin ein Mensch, so wie ihr alle. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, Katja, bevor du dich zwingst und das dann ein Zwingen wird, und das ist für mich scheiße, wenn ich gezwungen werde, etwas zu machen, nee, dann mache ich gerade das Gegenteil. Dann will ich es nicht machen. Und gestern habe ich mir eine Pause gegönnt. Ich habe nichts gemacht, Leute. Ich habe mich hingehockt und habe wirklich nada, gar nichts. Mein Mann hat gesagt, komm, wir grillen. Haben wir gegrillt. War ein bisschen leichter für mich, ne? Aber ich sage, nimm dir diese Pause, wenn du sie brauchst. Nimm die Pause. Und für mich ist es wie wenn gestern Sonntag war. Ja? Okay, am Sonntag drehe ich auch keine Videos. Es ist einfach für mich ein Tag, an dem ich mir eine Pause gönne, ja? Einmal muss es sein. Ich mache das doch gerne. Ich mache Karten gerne, aber irgendwo sollte ich auch meine Pause haben für meinen Körper, ja, der sich erholt. Okay, sogar zwei. Decisioni. Silenzio. Okay, hier sind Entscheidungen. Du hast mehrere zu wählen. Du hast hier mehrere Situationen, was du machen könntest. Und dann haben wir hier aber Silenzio, leise sein, wie wenn der andere hier nicht redet. Ich weiß nicht, hast du ein Problem mit jemandem, der hier gerade nicht spricht, der hier gerade nicht sagt, was er sagen möchte? Vielleicht ist es ja auch deine eigene Energie, Entschuldigung, Idee, Energie, dass du sagst, Katja, das stimmt, das ist ja das Problem. Ich kommuniziere nicht richtig, was ich sagen möchte. Ich behalte es für mich. Ich habe in mir schon die Entscheidung getroffen, aber ich sage es nicht dieser Person. Also ist es wichtig. Hier ist man sehr durcheinander. Durcheinander und deswegen ist man leise. Ist richtig so. Liebe Jungfrau, bevor du eine Entscheidung triffst, ich sage es dir hier ganz Klartext, bitte überleg es dir ganz gut. Weil du bist gerade durcheinander. Es kann aber auch gut sein, es ist nicht deine, das ist nicht deine Emotion, deine Entscheidung, sondern es ist die Entscheidung von dieser Person. Du sagst, ich habe mit einem Jungfraumann zu tun oder Frau. Ja, Jungfrau hört sich Frau an, aber das ist jetzt hier, könnte auch ein Mann sein. Männer haben es auch sehr schwer. Frauen sind da mehr elastischer, flexibler wie Männer. Männer sind komplizierter unter diesen Sternzeichen. Ja, Leute, auch wie Steinbock. Das sind keine leichte Männer, ne? Menschen. Also mehr Männer. Die Frauen sind immer ein Tick leichter, mit Leichtigkeit, das ist ja klar. Die haben das an sich, diese Flexibilität, aber die Männer nicht. Ja? Die Männer sind da sehr anders. Das ist klar, das Ego spielt eine große Rolle bei den Männern. Ja? Nicht bei allen, aber die meisten könnten jetzt hier durcheinander sein. Und bevor ich eine Entscheidung treffe, bevor ich hier einen Anruf entgegennehme oder jemanden anrufe, überlege ich es mir ganz gut, bevor ich einen Fehler mache. Ja? Würde ich hier sagen. Und guck mal, hier auch. Jemand hat sich entfernt. Jemand hat sich vielleicht auch entfernt von Gruppen, Menschen, Freunde, vielleicht auch Süchte. Ich weiß, dass wenn ich es schaffen will in meinem Leben, sollte ich aufpassen, sollte ich vorsichtig sein. Also die Jungfrauen haben ja auch oft die Tendenzen, dass sie vielleicht auch irgendwie Süchte haben. Ich sage jetzt nicht unbedingt trinken, man muss ja nicht immer trinken, rauchen ist auch eine Sucht. Spielen ist auch eine Sucht. Es gibt Menschen, die als auch am Handy spielen. Ja, das ist jetzt hier keine Weltuntergang. Ich kenne ganz viele Menschen, die spielen. Ich habe das auch, dass ich ab und zu mal bei meinem Vater reinschaue und der spielt da Solitär, obwohl er nie mit Handys zu tun gehabt hat. Aber er sagt, er vertreibt ab und zu mal seine Zeit. Ja, wenn du das 5 Minuten machst, 10, halbe Stunde, vielleicht maximal 2 Stunden, für mich ist es schon sehr viel Zeit, indem man solche Spiele verbringt. Leute, seien wir vorsichtig, sind wir vorsichtig, wo wir reingehen, in welcher Situation. Ja, das kann aber auch gut sein, du hast mit so einer Person zu tun, die nicht in seiner normalen Leben ist, sondern in einer virtuellen Leben. Also ist irgendwo parallel in einer anderen Welt, in seiner eigenen Welt. Und da sollte man immer vorsichtig sein, ja? Es kann gut sein, dass diese Person sich hier entfernt hat oder ihr habt euch entfernt, ihr werdet euch wieder zusammenfügen, ihr habt euch schon zusammengeführt, aber es ist still, es kommt nicht richtig raus, weil diese Person irgendwo blockiert sein könnte, okay? Ich weiß nicht, was ihn blockiert oder was sie blockiert. Ja, wie gesagt, das könnt ihr beide nur wissen, wenn es hier um eine Liebessituation geht. Ja, es muss aber nicht immer die Liebe sein.
So, schauen wir mal, was die Hexen uns hier erzählen. Wow, du wirst jetzt hier bald etwas Neues auffangen. Du wirst hier auch reflektieren. You reflect, du denkst nach, das ist wichtig. Bitte entscheide dich nicht sofort. Und Leute, wieso? Wieso, wenn ich solche Menschen sehe mit so einer, wie sagt man das jetzt? Fällt mir nicht ein. Fällt mir nicht ein, liebe Jungfrau. Du weißt, was ich meine. Dieses Licht hier. Ich denke gleich an den Eremit. Das ist eine wunderschöne, also ich liebe den Eremit, Leute. Es gibt Menschen, die sagen, oh mein Gott, das ist ein furchtbarer Mensch. Das ist jemand, der geschlossen ist. Nein, wer sagt das denn? Der Eremit heiratet, der Eremit kann eine Beziehung haben. Er ist sehr weise. Leute, er ist sehr weise. Er braucht Zeit für sich. Das ist ein Mensch, der alle Antworten hat in sich. Aber er muss sie suchen. Es geht nicht anders. Und hier, reflektiere. Weil guck mal, du hast hier eine Situation, in dem du neue Dinge nimmst und die alte zurücklässt. Und du anfängst, sauber zu machen. Das, was schön ist bei den Jungfrauen, das habe ich sehr gemerkt, dass ich das auch habe. Chaos ist nichts für uns. Also ich bin da wirklich immer, wie sagt man das, erstaunt, wie Ähnlichkeiten ich mit den Jungfrauen habe. Ich lese, natürlich lese ich sehr viel über Astrologie. Ich identifiziere mich nicht, das ist immer wichtig. Ich bleibe immer ein bisschen in Abstand, aber ich weiß, dass ich viel habe von den Jungfrauen. Weil die Jungfrauenpersonen sind Personen, die das Chaos nicht richtig sehen können. Also sie brauchen Ordnung. Ja, und wenn sie auch bei anderen sind oder egal wo. Leute, ich muss selber lachen. Ich war, wo ich die zweite, meine Kleine bekommen habe im Krankenhaus, da habe ich Staub gesehen. Und ihr werdet das nicht glauben, ich habe es weggewischt. Ja, das ist bei mir so. Das ist bei mir so, dieses, ich kann das nicht sehen, wenn irgendwo auch ein bisschen Chaos ist oder das nicht in Ordnung ist. Das ist wie, wenn es bei mir die Energie nicht richtig fließen kann. Aber das ist auch irgendwo richtig, weil die Energie fließt nicht, Leute. Wenn die ganze Zeit irgendwo Staub ist oder die Dinge nicht richtig geordnet sind oder du immer konstant die Dinge so perfekt hast. Also du solltest die Dinge auch mal umsetzen zu Hause. Da fließt die Energie anders. Also bewege mal die Dinge, bewege mal, mach mal was anderes, ja? Und das brauchst du hier. Wieso? Weil du bald eine neue Situation anfängst. Beltane, amore, fertilità e passione. Also du wirst hier, natürlich kannst du jetzt sagen, ich bin eine Frau, die hier sich Kinder wünscht. Ich bin eine Frau, die endlich heiraten will. Ich bin ein Mann, der sich hier Kinder wünscht. Ich bin ein Mann, der hier sich eine Arbeit wünscht, indem ich jeden Morgen aufstehe und lache. Passiert nicht jeden, Leute. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Leute, das muss nicht sein. Also manchmal, das ist das Gleiche wie bei mir. Ich habe das dann akzeptiert. Wie denkt ihr, wie ich an meinem Ziel gekommen bin? Denkt ihr, das war leicht? Nein. Ich habe jeden Tag Präsenz geübt. Eckhart Tolle. Ich habe das gemacht, was man mir gesagt hat. Dankbarkeit zeigen an den Job, den ich hatte. Ich habe Geld verdient. Ich habe Geld nach Hause gebracht. Aber mein Objektiv war was anderes. Meine Selbstständigkeit. Mich selbst in mein Hobby, weil ich das liebe, weil ich gut bin in dem und weil die Seele das auch wollte. Und deswegen, die Seele bringt dir dann alle Menschen, die du brauchst, auf deinen Weg. Und das passiert hier bei dir. Reflektiere, nimm das, was du nehmen kannst, setze es um und schmeiß das weg, was du nicht brauchst. Ich weiß, liebe Jungfrau, das hört sich jetzt ein bisschen scheiße an, ja? Ich schmeiß jetzt alles weg, was ich nicht brauche. Oder die Menschen, das kann ich ja nicht tun. Mach das auch nicht. Wir gehen nicht so mit Menschen um. Aber entferne dich von Situationen, von Menschen, die einfach nicht zu dir gehören. Wow, Leute. Leute, hier kommt eine schöne Feierlichkeit. Und zwar, das ist so August, Ende August könnte das auch gut sein. Manifestare risultati del proprio lavoro, sicurezza stabile. Du wirst in August sehen, was du alles erreichst. Jobmäßig, Stabilität. Das ist sehr wichtig, Leute. Ja, natürlich wirst du jetzt sagen, Katja, aber Job, Arbeit, Geld ist nicht immer alles. Nein, ist nicht immer alles, aber es gehört dazu, Leute. Ich kann das, natürlich Liebe ist das Allerwichtigste für mich. Also wenn ich das jetzt irgendwo in einer Position setzen könnte, das ist bei mir ganz oben, Leute. Weil Liebe, das ist nicht nur Liebe zu dem Partner, das ist auch diese zwischenmenschliche Beziehung. Man sollte auch fähig sein, den Menschen Liebe zu schenken, den Menschen auch zu zeigen, diese Nettigkeit, diese Gesten, diese gute Gesten, ja. Aber es ist auch wichtig, jobmäßig, dass man die Gelegenheit packt,
die man bekommt. Ja, und du wirst hier eine Herausforderung haben, aber du wirst hier eine gute Angelegenheit. Es präsentiert sich eine Angelegenheit, indem du Erneuerungen hast in deinem Leben. Ja, sehr schön. Schauen wir jetzt mal con la Sibylla. Also es muss nicht sein, dass jetzt die Karten irgendwo mit den anderen resonieren. Ich nehme mal die erste, die anderen habe ich nicht gesehen, das sind zu viele. Ja, hier gibt es irgendwo eine Reise oder jemand, der sehr aktiv ist, der hier etwas machen möchte. Amore. Mhm. Okay, das kann gut sein, dass hier jemand etwas erfahren hat. Vielleicht ist hier irgendwo eine Wahrheit rausgekommen oder jemand bekommt hier eine Ansage. Vielleicht ist es nicht so gelaufen, wie man das sich vorgestellt hat. Ja? Manchmal kann die Liebe wirklich wehtun. Okay? Es kann aber auch gut sein, dass du jetzt dir irgendwo Sorgen machst umsonst. Dass du sagst, konstant bin ich in diesem mentalen Bereich. Ich mache mir Sorgen, dass es irgendwo nicht klappt. Und doch werden wir hier einen Kompromiss finden. Revelation, hier wird etwas jemandem gesagt, hier kommt eine Wahrheit ans Licht, aber hier wird man auch einen Kompromiss finden. Ja? Du kannst dir vielleicht auch Sorgen machen für jemanden, den du liebst. Liebe Jungfrau, manchmal, das ist so, wir machen uns Sorgen für die Menschen, die wir lieben, Sohn, Tochter, Partner, Partnerin. Ja? Und dann auf einmal bekommen wir hier die Bestätigung, ja, dass das Leben uns doch gar nicht schlecht will, dass das Leben für uns ist. Ja, ich würde hier sagen, bitte mach dir nicht zu viele Sorgen und hör auf, immer irgendwie an das Nicht-Gute zu denken. Denke mal, dass dieser Glas halb voll ist, würde ich hier sagen. Ja, egal, was es für eine Situation ist, wie gesagt, ich kann das dir nicht sagen. Falls du jetzt hier die Sternzeichen wissen willst, Fische, Wassermann, Löwe und Skorpion. Ja, schauen wir jetzt mal mit den Tarotkarten. Leute, das ist Wahnsinn. Ich freue mich für dich. Das ist eine wunderschöne kreative Karte. Du kannst jetzt schon mal sagen, ich kann diese negative Karten löschen. Du darfst jetzt dir eine Karte aussuchen. Du hast aber hier positive, hier bei dem. Aber du kannst jetzt schon mal sagen, hier wird das nicht so sein. Ja, wie ich ja schon gesagt habe, alles wird eine Lösung. In allem wird eine Lösung gefunden. Und guck mal, vor allem kannst du jetzt auch diese Karte weglöschen. Ja? Also wenn du diese Karte bekommst bei dem Tarotkarten, kannst du eine Karte ersetzen durch diese. Und wir sehen hier 10 der Schwerte. Es hat sich eine Situation bei dir sozusagen manifestiert, indem du jetzt jobmäßig, ich sage hier jobmäßig, aber auch strukturell, das kann aber auch gut sein mit diesem, wie sagt man das, mit diesem, fällt mir jetzt nicht ein, Herrscher, Imperatore, italienisch deutsch, mit diesem Herrscher, du hast hier Komplikationen gehabt, es war nicht immer gut, das könnte hier dein Mann sein, das könnte hier ein Vater sein, dieser Vater-Tochter, Beziehung, ja, dass du sagst, Katja, wenn ich jetzt ein Problem habe, ich weiß, an wann es liegt, an wo ich suchen muss, Vaterfigur, okay, was ich alles gesehen habe und das könnte jetzt gut sein, dass diese Person hier eine andere Energie hat gegenüber dir, natürlich kann das auch sein, dass du das dir wünschst, ja, oder es kann auch gut sein, hier kommt eine neue Person, weil Ritter, der Kelche kann auch eine neue Person sein, muss ja nicht unbedingt dieser Herrscher sein, aber es könnte gut sein, dass dieser Herrscher hier verstanden hat, was er alles vermasselt hat, was er alles zurückgelassen hat, was er falsch gemacht hat und jetzt das richtig machen möchte, wieder die Zeit mit dir zusammen. Weißt du, was mir hier einfällt, liebe Jungfrau, das habe ich auch meinem Mann gesagt, der Astrologe meinte, dass es gut tun würde, eine Reise mit den Liebenden. Wenn du jetzt jemand hast, den du liebst, ja, ein Partner oder eine Partnerin, versucht mal zusammen zu reisen, wegzufahren, eine Zweisamkeit, ja, also ich sehe hier, du bist sehr kreativ, du hast so eine tolle Energie, also du kannst wirklich sehr viel hergeben, du gibst auch der Menschheit sehr viel her, aber was ich auch sehe, ist die ganzen Enttäuschungen, schlimmer kann es gar nicht werden, 10, es ist der Abschluss, es ist vorbei, es ist vorbei, es fängt eine neue Energie an, verstehst du, also schlimmer kann das gar nicht mehr werden, okay, also deswegen sage ich hier,
Entweder es kommt jemand auf dich zu, du wartest hier auf die Antwort von ihm oder von ihr. Kann aber auch gut sein, dass hier auch eine neue Person in deinem Leben eintreten wird. Und dass du die Liebe quasi von eine ganz andere Seite kennenlernen wirst. Sagst, boah, dass die Liebe so war, wusste ich gar nicht, ja? So, mal schauen, was die Erzengel hier sagen. Auch beruflich natürlich. Natürlich kann das sich ja auch beruflich ändern. Dass du hier diese Anerkennung bekommst, dass hier die Dinge sehr gut laufen, dass du hier auch mit Gehaltserhöhung, dass du hier auch mit einer Position, eine Änderung bei der Arbeit. Geduld, Leute, Geduld. Geduld ist wirklich sehr, sehr wichtig im Leben. Hat man nicht immer. Erzengel Jophiel, deine Träume erblühen schneller, als du bewusst bist. Was, warte mal, als dir bewusst ist, Entschuldigung. Dennoch erfordern sie liebvolle Pflege und Geduld. Was macht der Ritter der Kelche? Er ist so. Er ist jemand, der seine Gefühle einsetzt. Der zeigt, also ich kriege da richtig Gänsehaut. Guck das dir mal an. Wow, fantastisch. Aber du musst sie pflegen. Pflege diesen Talent. Pflege das, was du hast, weil sonst wird es kaputt gehen. Sonst entsteht gar nichts mehr, ja, also wenn du das nicht selber machst, deine Talente pflegst, ja, weil du siehst es ja hier, deine Träume werden wahr, deine Träume erfüllen sich und du siehst es auch hier, die schlimmste Zeit ist vorbei, aber sehe auch den Glas halb voll, nicht halb leer, okay? Liebe Jungfrau, ich weiß ja nicht, was du gerade durchmachst, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder jobmäßig, ja, aber du bekommst das, was du verdienst. Das Richtige kommt auf dich zu, würde ich hier sagen, ja? Und du siehst es auch hier mit den Karten. Also hier kommt etwas auf dich zu. Nur, natürlich, liebe Jungfrau, du kannst jetzt sagen, beides kann auch gut sein, Liebe und Job. Okay, aber ich empfehle dir auch, laut den Astrologe, betätigt eine Reise mit euren liebsten Menschen. Seid zusammen, nehmt euch Auszeit. Du und deine Liebsten. Mit wem hast du hier zu tun? Krebs, also Mond. Hier sind auch sehr viele Dinge, die man nicht gesagt hat. Hier sind auch sehr viele Dinge, die versteckt waren. Ja? Zwillinge, kann ja aber auch dein Aszendent, Mond sein. Jungfrau und Wassermann, falls es dir etwas sagt. Jungfrau doppelt. Kann ja gut sein, dass du hier mit einem Jungfrau auch zu tun hast. Oder du sagst, ich habe sehr viele Energien, Jungfrau, ja? Aber bitte, liebe Jungfrau, setze es so um, dass es für dich passt, ohne Erzwingen. Ich habe das schon vorhin auch beim Löwe gesagt, ich erzwinge niemanden, ja. Alle Lösungen sind nicht immer in Kartenlegungen, sondern in euch, ja. Wir vibrieren mit diesen Legungen, weil wir angezogen werden und das ist kein Zufall. Es gibt keine Zufälle im Leben. Weil du einen Menschen kennengelernt hast in deinem Leben, weil er gekommen ist, gibt es keine Zufälle. Sie wollen dir etwas beibringen, okay? So. Das war jetzt hier die Legung. Falls du resoniert hast, liebe Jungfrau, freue ich mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ciao.